Das staatliche Museum Schwerin durfte sich im Herbst vergangenen Jahres über mehr als 150 neue Kunstwerke freuen. Der Kosmos der Niederländer wurde damit erweitert und bereichert. Die Werke stammen aus dem Privatbesitz des Kunstsammlers Christoph Müller. Mehrere Jahre dauerte es, bis die Verträge zustande kamen. Noch im Sommer stand alles auf der Kippe. Am Donnerstag durfte sich der 75-jährige Kunstfreund dann ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Er bezeichnet das Museum als das schönste Kunsthaus in Deutschland mit niederländischen Werken. An Kritik spart der ehemalige Theaterkritiker und Journalist allerdings nicht. Es braucht dringend Renovierung, es bröckelt schon vorne und hinten, aber das ist der eine Grund. Schwerin selber als Stadt, ja, ich würde hier nicht leben wollen können, denn sie sind die einzigen jungen Leute, die ich überhaupt hier sehe. Es gibt hier keine Uni in der Landeshauptstadt, das ist eine Katastrophe für die Stadt. Also die Leute sind auch immer uralt, fast so alt wie ich bei der Führung, nicht alle, aber das fällt auf, hier fehlt die Jugend. Insofern wundere ich mich nicht, dass die Einwohnerzahl eher weiter sinkt als ansteigt. Das ist alles dramatisch. Deshalb stellte Müller eine Bedingung. Die Kunstwerke darf das Museum nur dann behalten, wenn die große Treppe vor dem Museum saniert und benutzt werden kann. Viele Museen in ganz Deutschland bewarben sich um die Kunstwerke, die einen Versicherungswert in zweistelliger Millionenhöhe besitzen. Millionär sein, verpflichtet. Also ich finde, Kunst gehört nicht nur dem, der es besitzt, also mein zwei Augen. Ich tue das alles, ehrlich gesagt, für meine Maler, für die Maler der Bilder, die jetzt endlich Publikum haben. Mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt steht Müller nun zwischen Diplomaten, Botschaftern und anderen Personen, die zum Wohl der Stadt beigetragen haben. Müller selbst bietet auch Führungen durch seine Sammlung im Museum an. Mit Voranmeldung jeden Sonntag um 11 und 15 Uhr.